Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles. Wir haben's 23 Uhr am Sonntag. Letzter Tag der Ferien. Schlafen gehen. Nö, warum sollte ich so etwas tun? So ging das. Und wir haben hier noch irgendeine Handlungsnotiz, die ich mir mal nochmal kurz durchlese. Teefreiwille. Gut, das zu wissen. Ach ja, wir waren hier gerade beim Juwelenonkel und wollten uns, glaube ich, ein paar Teile schmieden. Oder so. War das, glaube ich. Ah, so konnte ich die Kamera dahin. Okay, war schon etwas länger her, dass ich zuerst gespielt habe. Sag mal, kann ich dich ansprechen? Dankeschön. Ja, wir wollen Juwelen schmieden. So, dann gucken wir mal. Wir haben hier, wow, 96%. Hilfe. Sortieren. Farbe. Praktischer. Wirklich. Aha, okay. So, folgendes. Wir haben hier rote, die sehr hochprozentig sind. Hier. 96%. Okay. Ach, dann blinken die auf, die man aber auch nur nehmen kann. Sehe ich das richtig? Dann will ich das doch noch nicht. Hier kann ich auch nur das. Da kann ich sogar nur das. Ah, okay. Hallo? Kann ich mal... Da, wieder. So. Okay, da haben wir zum Beispiel 100%. Von... So, was ist? Jedoch möchte ich erst einmal noch mal kurz gucken. Das hier noch mal raus. Dann gehe ich doch mal Schritt für Schritt durch. Nein. Nein. Ja, hier haben wir halt diese Option. Hier haben wir auch diese Option. Hier haben wir diese. Oh. Physischer Angriff klingt ganz gut. 109%. Die macht 83, das heißt im besten Fall 17%, sodass wir auf 100 kommen. 102. 102 klingt ganz gut. Bringt auch 33 Agilität, soll es glaube ich darstellen. Bin mir nicht sicher. Leider können wir auch anscheinend keine weiteren hier irgendwie. Wie kann ich da auf 2, 3, 4 und so weiter? Ach egal. Was soll ich sagen? Ah ja, keine weiteren Effekte hinzufügen. Fieberzustand wird schneller. Fieberzustand. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Starke. Okay, bei roter Flamme. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hab keine Ahnung, was ich jetzt wie machen muss. I'm all over that. I've got it. Alrighty, there we go. Woo. To you. Nice one. To you. There we go. Awesome. Alrighty, there we go. Alright. To you. Irgendwas machen. There we go. There we go. Nice one. Okay. Ach so, und jetzt können wir auch... Hä, ich verstehe es gerade nicht. Also, ja, alles nehmen. Keine Ahnung, ich bin gerade echt verwirrt. Ich verstehe das Ganze noch nicht. Achso, nee, Schmieden fortsetzen will ich nicht. Na, seid ihr mit den Juwelen zufrieden, die ihr geschmiedet habt? Nein, ist ja auch Tele 9.
sammelt neue Ätherkristalle und kommt dann wieder zu mir. Ja, das wird so schnell nicht passieren, denke ich mal. Gucken wir mal kurz. Achso, können wir gerade nicht. Können wir hier auch irgendwo die Steine sehen? Ich glaube schon, dass es möglich war. Ja, nein. Wir haben irgendwas Wichtiges. Durch jahrelang gebraucht. Maulschlüssel. Okay, keine Ahnung. Hier haben wir jetzt das Neue, was wir gemacht haben. Wir haben sogar zwei Stufe 2. Hier haben wir eine neue Substanz halt hinzugefügt. Kennt man ja. Und hier sind noch so ein paar komische Spielsteile. Jedoch legen wir uns die, denke ich mal, noch nicht an. Oder machen wir es doch? Oder. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Nein. Gehen wir mal kurz hier drauf. Hier. Das Monado hat noch zwei leere Sockel. Stärke maximale KP. Das hier Stärke und Agilität. Agilität, du bist eklig. So, dann nehmen wir mal das hier. Und bei dem leeren Sockel machen wir mal. Maximale KP würde ich gerne für einen anderen lassen. Deswegen nehmen wir mal das hier. Und kümmern uns jetzt mal um den hier. Ach, der hat sogar einen leeren Sockel. Da ist er episch. Dem würde ich nämlich maximale KP geben. 12%. Er hat ja sowieso schon mehr als Schulk. Also Ryan hat mehr als Schulk, ihr versteht. Denn er hat... Also, er hat schon von vornherein 2151 und Schulk hat gerade mal 1276. Der hat mich fast verhaspelt. Deswegen werden wir nicht mehr in der Gruppe dort links angezeigt. Ist das gerade ein bisschen buggy? Ist das gerade so ein kleines bisschen buggy buggy? Ach, wir haben noch jede Menge Sockel. Es ist buggy buggy. Hey! Okay, wir müssen wieder zur Tefra-Höhle. Ich glaube, da können wir uns auch direkt mal hin teleportieren. Wenn wir auf die Karte gucken, auf die Gebietsliste und... Können wir auch uns so direkt... Na, ich will mich mal frei bewegen hier. Ich denke mal, wir müssen hier links weiter. Was ist das hier? Okay, keine Information. Gehen wir mal direkt hier hin. Und gucken mal, was uns dort so Schönes erwartet. Ich hoffe, die Gegner sind nicht respawnte Gegner. Hallo, du da. Ein bisschen zu spät, verdammt. Gezählt. Aber das. Move. 1700 habe ich das gerade richtig gesehen. Wenn ja, dann sind wir aber ziemlich krass am Damage austeilen. Da haben wir noch ein paar neue Sachen bekommen. Hey, gut. Nein, oh, fetch das bitte. Was passiert? Uff. Und, boom. Okay, 1500. Dann kommt das mit einem 1700 ganz gut hin. Habe ich mich doch nicht verguckt. Ja, okay. Ich habe gerade für eine Sekunde gedacht, wir hätten, ich würde jetzt nicht aufnehmen, sondern dass ich einfach nur, keine Ahnung, hier rumtrolle und nichts aufnehme. hier steht ja jemand. Oh, ihr kommt genau richtig. Mein Partner wollte gerade den Zylinderspeicher überprüfen, aber er ist noch nicht zurück. Das hört sich nicht gut an. Nein, gar nicht gut. Warum habe ich da jetzt... Ach, egal. Während des Mekon-Angriffs sind seltsame Maschinen aufgetaucht. Ich mache mir echt Sorgen. Könntet ihr für mich nachsehen, was da los ist? Das klingt echt nicht gut. Aber was soll's. Wenn noch Mekon da sind, können wir ihnen
in den See springen. Hallo, wir können die... Na. Genau. Ryan, wie sieht's aus? Hilfst du mal einem Kumpel aus der Truppe? Der verschollene Soldat, Truppensoldat. Ein mutiger Soldat hat sich allein zum Zylinderspeicher aufgebracht. Nun ist er überfällig. Mache dich auf die Suche nach ihm. Sprich mit dem Truppensoldaten in der Nähe des Zylinderspeichers von Kolonie 9. Aha, wir kriegen auch ein paar Ausrüstungsgegenstände dafür. Bin ich froh, dass ihr hier seid. Ich hoffe, es geht ihm gut. Danke im Voraus. Ja, ja, bitte, bitte. Gut, ich kümmere mich darum. Ja, wir machen das schon. Und noch mehr Sympathiepunkte. Keine Ahnung, warum. Hier läuft ja noch jemand rum. Egal. Das habe ich gerade an der Map gesehen, dass da jetzt irgendwie... Ach, die Tür ist offen. This door. It was closed when we came past before. But it's open now. Maybe it was programmed to open up in case of a Mechon emergency. The way to the Bionis knee is just ahead. You ready? Yeah, let's go. Und da ist die verschlossene Tür auf einmal wieder offen. Warum? Weiß niemand. Obwohl ja doch, wegen dem Mechon-Angriff, aber sag's keinem. Kamera, kannst du dich mal bitte... Danke. Okay, Rettungs-Shuttle-Raum? Habe ich das gerade richtig gelesen? Der hat noch ein Ausrufezeichen. Die, tut mir leid. Könnt ihr der zweite übrigens nun mir zuhören? Die Arbeit der Truppe ist niemals beendet. Ressourcen für Kolonie 9 zu sammeln ist sehr wichtig. Aber an die wirklich wichtigen Sachen kommen wir nicht daran. Könntet ihr Kniescheibenfelsen für unsere Reparaturen sammeln? Moment mal, Kniescheibenfelsen? Welcher Entwickler war bitteschön so kreativ? Das tut weh. Wir müssen mit unserer Spitzhacke in Kniescheibenfelsen rumbohren. Autsch. So, Truppensoldatin. Eine Soldatin bittet um Hilfe bei der Beschaffung von Materialien zum Wiederaufbau von Kolonie 9. Beschaffe ihr die gewünschten Sammel-Items. Sammle in der Tefra-Höhle 2 Kniescheibenfelsen. Sehr schön. Besten Dank schon mal. Gerne, gerne. Ich hau ab. Gib mir dein Geld. Give me your money, please. Okay. Ich habe noch weitere Aufgaben für euch. Sprecht mich ruhig an. Truppensoldatin. Eine Soldatin bittet um Hilfe bei der Beschaffung von Materialien. Hatten wir gerade eben schon. Oh, wir haben schon zwei. Na, ist ja episch. Oh, hi. Ich weiß, es nervt, aber ich brauche noch einmal eure Hilfe. Ich möchte zwei Hellfeigen. Was ist das denn schon wieder? Sie sind so lecker. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Sie sind aber nicht für mich, sondern für ein paar arme Kinder. Könntet ihr da helfen? Wetten, sie wird die fressen. Truppensoldatin. Eine Soldatin bittet dich darum, leckere Feigen für hungrige arme Kinder zu sammeln. Beschaffe ihr die gewünschten Sammel-Items. Sammle in der Tefra-Höhle 2 Hellfeigen. Ich glaube, das haben wir auch schon fertig, weil da diese Teil da blinkt. Vielen, vielen Dank. Ich warte auf euch. Ungeduldig. Ich habe noch weitere Aufgaben für euch. Sprecht mich ruhig an. Übrigens, so wie die Textbox da ist, sieht das aus, als ob Ryan Truppensoldatin heißt, aber naja. Oh, hi. Ich brauche nochmal eure Hilfe. Boah, halt's mal. Wir benötigen 3 zerstörte Scheren. Na, damit können wir die Abwehrgeschütze reparieren. Mit zerstörten Scheren. Meint ihr, ihr könnt uns da noch einmal zur Hand gehen? Sag mal, was soll ich denn noch alles tun? Du rennst nur blöd im Kreis rum. Eine Soldatin bittet um Hilfe bei der Beschaffung von Materialien zur Reparatur der Abwehrgeschütze. Beschaffe ihr die gewünschten Materialien, nicht die Sammel-Items. Erbeute von den Krabbeln, whatever, in der Tefra-Höhle 3 zerstörte Scheren. Warum auch immer die zerstört sein müssen. Großartig, was würde ich nur ohne euch tun? Ich habe noch weitere Aufgaben vor euch, sprecht mich ruhig an. Heul, das geht doch so nicht. Ja, okay. Komm, machen wir einfach. Oh, hi. Ich brauche nur noch eine Sache wetten. Danach braucht sie noch weiter unsere Hilfe. Eine Portion Unkor-Riechsalz. Könnt ihr mir das besorgen? Mal gucken, was sie jetzt wieder als Ausrede dafür hat.
So viele Leute werden bei dem Angriff auf Kolonie 9 verletzt. Deswegen brauchen wir möglichst viel Medizin für sie. Könntet ihr uns helfen? Zu viel Salz ist ungesund, Mädchen. Eine Soldatin bittet um Hilfe bei der Beschaffung von Medizin für die Verletzten aus Kolonie 9. Beschaffe ihr das gewünschte Item, nicht Sammel-Item. Erbeute von den noblen Unkoren in der Teefrauhöhle eine Portion Unkor-Riechsalz. Wirklich? Danke. Yo. Ich kann kaum glauben, wie ihr mir ständig zur Seite steht. Ich habe noch nichts gemacht. Ich mache weiter mit meiner Mission. Hoffentlich erfolgreich. Im Kreisrennen? Guck mal, wie erfolgreich ich da bin. Achso, du läufst random, okay. Ja, okay. Hier steht noch so ein Typ hier herum. Da hinten sind Gegner. Achso, das sind, ich weiß schon, welche Gegner das sind. Die da in dem Gang, hallo, die da in dem Gang da lauern, wo wir verreckt sind an diesem komischen Boss. Da können wir übrigens nicht runter. Sehr, sehr schade, kein Selbstmord. Gehen wir einfach wieder weiter in die nächste Cutscene hinein. Wow, es leuchtet. Don't traders use these things as guideposts? Yeah. We can follow them to the Bionis Knee. Okay. But if armed traders need guideposts, it must be pretty dangerous in here. Let's keep our wits about us. Definitely. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber direkt am Anfang stand auch so eine Leuchte. Und da haben sie sie nicht bemerkt. Ergibt Sinn. Voll. Okay, dann müssen wir weiter. Moment mal kurz. Rettungsschuld leer. Schuld. Schatt leer. Ach, keine Ahnung. Den Namen werde ich wohl nie richtig aussprechen können. Ja. Wir müssen 100 Meter in die Richtung. Wow, ist der Weg bislang gefährlich. Ich habe Angst. Bitte helft mir. Oh nein, ich kann meine Angst kaum in Zügel halten. Wow, ein schöner Rundgang. Das sind zwei Fledermäuse. Kaverne von Tefra. Ein Moment, lass mich mal kurz auf die Karte gucken, weil ich bin ein bisschen sehr irritiert, wo wir denn überhaupt hin müssen. Tefra-Höhle. Das ist schon die richtige Wahl. Ach, wir sind in der zweiten Ebene. Schön, dass uns das irgendjemand sagt. Ich bin mir gerade echt unsicher. Wir müssen hier hinten irgendwo hin. Man merkt das gar nicht, dass man in eine andere Ebene kommt. Nein! Autsch! Au. Kummerquelle. Uah, geh weg von mir. Was bist du? Nobler Unkor. Brauchen wir die nicht? Volles Leben wieder? We can't lose. Nö, können wir auch nicht. Haben wir noch irgendwelche Zeit? Nein. Das war nicht von der Seite, das war ziemlich stupid. Geh weg von mir. Ja, 10 Kilometer Range. Er erwischt mich noch. Guckt euch das an. Oh. Okay, einen Moment. Wie sich das einfach mal nicht lohnt. Und stirb. Es hat einfach mal nicht gezählt. Oh, wir haben neues Talent. Wir sind aber nicht Level up geworden. Haben auch kein Sammel-Item bekommen. Also das, was wir da sammeln. Oh, Kniescheibenfeld. Goldkriecher. Schwimmen, schwimmen. Hier sind's. Minze. Harmoniegespräch. Dieses Harmoniegespräch kannst du noch nicht führen. In der Harmoniegesprächsliste findest du weitere Informationen dazu. Wayne. Oh, Gegner. We can't lose. Nö, können wir auch nicht. I hate these things. Okay, es sind doch ein paar mehr als ich dachte. Komm mal, kann ich mal bitte. Nö, kann ich nicht. Okay. Let's keep under pressure.
würde nämlich wirklich gerne von unten schleichen. So. Und los. Warum zählt das alles nicht mehr? Also wenn das nicht von hinten war, dann weiß ich auch nicht. So, mit dem Leben sieht es nicht ganz so gut bei ihm aus. Die Kämpfe werden doch schon ein bisschen lebensraubend. Niemand. Ja, huf. Ja, okay, jetzt greift die mich an. Kann man wohl nicht spielen. Doch, kann man. Immer noch mich an. Er hat das Leben noch. Übrigens, die haben irgendeine schöne Schatztruhe dort hinten getroffen. Und ich sehe, dass wir am Ende des Levels sind. Deswegen ich mich von euch verabschiede und sage, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr uns gerne mal... sehen wir uns gerne bei den nächsten Folgen. Ah, schlechter Wortwitz. Das Tutorial heben wir uns fürs nächste Mal auf. Also wir sehen uns dann bei den nächsten Parts oder auch gerne bei anderen Projekten, wenn euch das gefallen hat. Und ja, bis dahin. Tschüss.